Okay. Neuer Versuch, neues Glück. So. Ja, wissen wir. Oder komme ich da irgendwie anders dahin? Weil hier komme ich ja quasi weiter. Mit der Story und so. Oh, warte mal. Die Kiste haben wir jetzt noch nicht gesammelt, ne? Haben wir die andere jetzt... Die andere haben wir ja jetzt auch nicht dann, ne? Bis hier ist ja diese. So, warte. Dann gehen wir nochmal da hin. Die ist ja da. Ist keine Zeit zu verlieren. Man fliegt aber auch nicht sehr weit, wenn man aus dem Polymer rausjumpt. Also es muss schon sehr dicht. Wow. Wie steht's? Hat das Tor geschossen? Wir? Ich frage mich, wie man da hinkommt. Hier fallen wir auf jeden Fall runter. So viel ist klar. Komm, da kommen wir auch nicht hin, oder? Ne, okay. Guck mal eben gerade. Ah, hier. Hier, glaube ich, würde es gehen. Ja. Alles klar. Sehr schön. Und hier geht's dann nach... Keine Ahnung, wohin? Dahin? Geht das? Oh Gott. Nicht runtergucken. Bloß nicht runtergucken. Bloß nicht. Bloß nicht runtergucken. Bloß nicht. Und jetzt? Ach so, da wären wir auch dahin gekommen. Okay, ich mach mal den hier. Hey, ich will auch in so einem Polymer schwimmen. Das ist bestimmt voll cool. So, dann speichere ich nochmal. Speichere Daten. Dann brauchen wir das nicht nochmal machen, sollten wir sterben oder so. So, jetzt gehen wir mal straight den Weg entlang. Dann haben wir die Kisten da auch, sehr schön. Wir sollten aufpassen, dass wir hier nicht irgendwie angegriffen werden, wenn wir rumäumeln. So, da sind nochmal zwei Kisten, die nehme ich mit. So. Ich frage mich, wann es rausgeht in die Open World. Okay, da ist Mr. Schwarzer Anzugträger. Da geht's weiter. Hier kommen wir auch runter. Und hier... Okay, alles klar, ich verstehe. Gut. Dann machen wir das doch gleich mal. Dann gehen wir gleich mal zu dem Kollegen da unten. Weil ich hätte doch schon gerne die Sachen da. Oh, neuen Bauplan. Feuerkartusche. Gegen den würde ich aber gerne, glaube ich, die Schrotflinte benutzen. Guck mich mal eben um. Okay. Also das Rohr ist auf jeden Fall zum Raufklettern wieder gedacht. Okay. Er hat mich gesehen? Der hat mich gesehen. Okay. Alter, aua. Schöne Drecks. Oh nein, wieso bin ich denn jetzt hier zwischen? Hier wollte ich gar nicht hin. Oh, ernsthaft? Okay, ich komme nochmal zurück, Gott sei Dank. Puh, ich dachte schon. Ich dachte schon, ich habe einen Fehler gemacht. Nein, ich hab Kreis gedrückt. Mann, ich hab doch... Oh Mann, nein! Das war's. Gut, dass ich gespeichert habe. Oh, Menno. Boah, man stirbt echt schnell. Puh. Also die Roboter sind schon sehr agil, muss ich sagen. Das ist schon ganz schön knifflig. Na ja, gut. Wir kriegen's hin. Ja. So, ich nehme schon mal die Flinte. Das war schön Technomucke.
So, im Prinzip brauchen wir ja erstmal nur hier weitergehen. Gut, dass wir gespeichert hatten. Die Kisten da hinten müssten wir eigentlich haben. Die dürfte er eigentlich gespeichert haben. So, dann machen wir das doch mal anders. Dann machen wir das doch mal so, dass wir erst hier hingehen. Da! Oh, Alter. Erstmal den hier. Dann erstmal den hier. Die Kamera muss auch aus, ne? Ich könnte mich ja versuchen anzuschleichen. Aber ich weiß nicht, ob der... Hat er uns gesehen? Nein, hat er noch nicht. Anscheinend immer noch nicht. Gut. Aber jetzt gleich. Nein, doch nicht. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Bam! Bum. Sehr schön. Gib mal alles her, was hast. So, die Kamera müssen wir mal irgendwie beiseite schaffen. Ja. Okay, das geht nicht. Ah, warte mal. Da müssen wir, glaube ich, hoch. Verstehe. Okay. Dafür sind die da. Alles klar. Gelbe Dinger zum Hochklettern. Nein, er hat... Oh, ernsthaft? Die Kamera hat uns gesehen hier oben? Really? Gut, ist mir egal. Hier oben kann mir keiner was antun. Denke ich, hoffe ich, sagte er. Ja, da unten laufen welche rum, aber ist mir egal. Ich hab Bock auf die Technomucke. Utz, utz, utz. Schmutz, Schmutz, Schmutz. So. Okay, hier geht's nicht weiter. Dann gucken wir mal. Wo geht's denn? Oh Gott. Da waren wir, ne? Ja, okay, da ging's los. Gott, wie riesig das einfach hier alles ist. Moin, grüß dich. Willst du mal herkommen? Wo ist er? Blub, 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 blub. Gib mir deine Ressourcen. Ich sa... Ich hänge. Ich sauge dich aus. So, da unten ist eine Selbstschussanlage. Die haben wir noch gesehen. Kann ich kaputt machen, die Anlage eigentlich? Ach, das geht. Hätte ich das mal eher gewusst. Okay, puh. Ein Rätsel, eine Rätseltür. Schauen wir mal. Nee, was ich sagen wollte, diese Rätseltüren erinnern mich echt an Evil Within. An Alien Isolation. Und an diese, da waren ja auch so Rätseltüren. Oh, ah, was, was, was? Au, ah, was, was? Hä? Wo kam der denn her? Die waren fast so ähnlich mit diesen Rätseln. Müssen wir es? Wir müssen, ne? Okay. Juhu! Hui. Ich habe so ein bisschen Angst und Respekt vor dieser Selbstschussanlage. Was ist das denn? Was war...
Okay. Polymer. Oh, da kommen wir rein sogar, wenn wir wollen würden. Aber ich glaube, der Roboter, der kommt nicht zu uns. Er versucht es, aber es klappt nicht. Warte, ich guck mal eben, wo es da hingeht. Aha. Brumm, brumm. So, wo geht's hier lang? Ich frage für einen Freund. Gibt's denn hier... Das ist alles so... Das ist alles so riesig. Hindernisse überwinden. Ja, an gewissen Dingen kannst du dich festhalten. Gelbe Objekte. Das haben wir schon rausgefunden. Die Frage ist, warum soll ich hochklettern, wenn ich... Ich probiere es einfach mal, wo es hingeht. Ah. Eine Kiste. Sieh mal einer an. Ich glaube, dann haben wir, glaube ich, hier auch soweit erstmal alles abgeklappert. Ich glaube, mehr wird es ja auch nicht geben. Okay, ja. Wie komme ich denn hier runter? Einfach... So kommt man runter. Okay. Gut, das heißt also, wir können hier die... Moin! Tja, das ist ja doof. Wo ist die blöde Selbstschussanlage? Die fuhr hier vorhin rum. Ich probier's mal, mein Glück. Nein! Nein! Boah, in der letzten Sekunde. Puh! Hui! Wo ist die Selbstschussanlage? Da kann man auch noch klettern. Da ist sie. Kommt die? Oder was? Das ist sie, ne? Ja. Soll mal hier hinkommen, bei dem Ding hier. Oder ich... Warte mal, ich probiere mal was. Oder so. Frage mich, wo es dahin geht. Wir können es mal probieren. Vielleicht haben wir doch noch nicht alle Kisten. So, alle hopp. Oder so. Bisschen Assassin's Creed hier, oder was? So. So. Okay. Wir sind von da nach hier. Muss ich jetzt... Nee, da muss ich nicht hin. Was soll ich hier oben? Ach so, ich komme dann... Ich komme noch wieder nach da, aber was bringt mir das? Will ich da eigentlich zurück? Ich glaube nicht, oder? Ich gucke mich erstmal hier um. Hier, da scheint ja auch eine Kiste... Oh nein, ernsthaft? Aua, uha, Alter. Oh Gott. Aua. Der trifft aber immer, ne? Oh nein. Puh. Okay. Gott. Kein Strom, das ist gut. Aua.
Da war eine Kamera irgendwo wieder, ne? Oder? Oder wo er wusste, wo ich herkam. Ach, da, ja. Deswegen. Okay, warte, klar, Moment. So, die hatte ich gar nicht gesehen gehabt. Okay. Wie kann ich denn... Okay. Oha. Wie komme ich an die Kiste, mein Freund? Gar nicht? Aua. 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 Ich heile mich trotzdem nochmal. So. Hier kommen wir nicht rein. Das in die Technik. Technik bei Technik. Hier kommen wir auch hoch. Und dann da. Müssen wir gleich mal gucken. Hallo? Achso, jetzt sind wir wieder hier. Okay, alles klar. Gut, so, warte. Was sind das hier alles für Abkürzungen und wo komme ich denn da hin und wenn überhaupt und tralala und ich probiere das mal. Ich weiß nicht, wo wir hinkommen. Schauen wir mal. Alarmstufe 0. Ich frage mich, wie weit diese Alarmstufe wohl geht da oben, die wir da stehen haben. Ach, sind wir wieder hier. Aber was bringt mir das? Eigentlich nichts, ne? Hier waren wir schon. Okay. Gut, wo ist der runtergefallen? Ich würde den gerne einsammeln. Da. Da kriegen wir wieder ein bisschen Teile. Ach, guck mal, die reparieren das, die Ferkels. Ach, guck mal, das sind Reparaturroboter. Ne. Aua, aua. Das sind Reparaturroboter. Ich kotze im Strahl. Deswegen funktionieren die immer wieder. Achso, und hier ist eine Abkürzung. Ja gut, brauchen wir jetzt nicht. Nee. Und ich wundere mich immer, warum die Kameras wieder funktionieren. Was? Achso. So, hinein in den Strahl. In den Polymerstrahl. Ich spüre keinen Schmerz. Sagst du jetzt? So. Okay. Wir sind jetzt auf der anderen Seite. Ich mache hier mal die Abkürzung offen. Weiß nicht, ob wir hier nochmal hinkommen. Ändern. Im Uhrzeigersinn drin. Na, ah, jetzt noch andersrum. Warte mal. Moment. Ein zu viel. Ja, so. Puh. Das war ja cool. Also ich muss sagen, die Rätsel gefallen mir. Die sind witzig. Ich weiß, dass du hier bist, Petrov. Du kannst nicht entkommen. No, komm her. Du hast 10 Sekunden, um dich zu ergeben. Ich glaube, Petrov ist tot, oder? Oder wer liegt da in der Ecke? Ist der das? Erstmal anhören hier das Tagebuch. Jetzt hör mal gut zu, du einfältiger Köter. Ja, Agent, diese Aufnahme ist für dich. Ich höre dich im Lagerhaus herumpoltern. Du wirst mich niemals lebend kriegen, also hör gut zu. Du hast keine Ahnung, was hier vor sich geht und so.
Und wer hat jetzt den Kopf verloren, hm? Ups. Gemäß den biometrischen Werten ist das Petrov. Wirklich? Schöne Scheiße. Wer ist da hinter uns? Oder? Es ist tatsächlich Petrov. Ich hab geahnt, dass es so enden würde. Zauberer, hier ist P3. Zauberer hier. Hast du Petrov gefunden, mein Junge? Ich hab seine Leiche gefunden. Er wurde geköpft. Ein Lader hat seinen Schädel total zermatscht. Verdammt. Sein Kopf enthielt Codes, mit denen ich diesen Albtraum schnell hätte beenden können. Es tut mir leid, Dr. Sechenov. Shit. Ich bin zu spät gekommen. Na, dann müssen wir das Problem eben anders lösen. Hatte er Ringe bei sich? 2 goldene Ringe? Nein, keine Ringe. Nur eine Kerze. Verstanden. Du musst dich sofort bei dem WDNH melden, P3. Wir haben größere Probleme als Petrov. Was könnte schlimmer sein als Petrov? Stockhausen wird dich bei dem WDNH informieren. Schnell, die Zeit drängt. Verstanden, mein Junge? Verstanden, Zauberer. Bin schon unterwegs. So, jetzt haben wir die 2. Kerze. Okay. Jetzt geht's also wieder zurück. Ich speichere mal eine Runde. Speichere Daten. Sehr schön, so. Bei der Kerze würde ich gerne... Würde ich gerne das unten ausprobieren gleich mal mit der 2. Obwohl, wir brauchen wahrscheinlich für unten beide, ne? Gehe ich mal von aus. Um die Tür zu öffnen. Brauchen bestimmt beide. Die Schweine, die reparieren die Kamera. Das ist ja gemein. Das muss man aber auch erstmal wissen, ne? Kann man denn... Fehler. Daten für das interne Mikroklima des PEC-4 Energiegenerators sind suboptimal. Erzeugung von Strom ist nicht möglich. Toll. Hol den, was? Den Hitzewerkstattbehälter. Die Energie der Kerzen reicht nicht, um das Haupttor mit Strom zu versorgen. Aber durch ihre Installation wurde ein System aktiviert, das das Birke-Lebenserhaltungssystem mit speziellen Polymeren versorgt. Das okay. Lebenserhaltungssystem hat 4 Hauptfunktionen. Das Aufrechterhalten der optimalen Temperatur, das Beseitigen von Insekten. Mit anderen Worten, 4 Sockel, 4 Behälter. Ja. 4 Sockel, 4 Behälter, wie Charles, immer. Ich bin so. In der Hitzewerkstatt. Es könnte unangenehm werden, wenn ich hier so lange drin bleibe. Nein, die Labortische in der Hitzewerkstatt oder dem Thermarium brauchen zwar hohe Temperaturen, aber die Temperatur in der Werkstatt selbst ist recht angenehm. Mhm. Interessant. Ich hab vorher gespeichert, ne?